Wie ist eigentlich die Vorgehensweise, wenn ihr irgendwas braucht, was man nicht kaufen kann, ihr den Gegenstand aber wirklich braucht, um euer Gerät oder eure Erfindung durchzusetzen? Wie ich das jetzt hier konstruiert habe für das Schleppmesser, das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Damit auch solche kleinen Projekte beim allerersten Mal klappen und nicht zwei, dreimal konstruiert oder gefräst werden müssen, bin ich totaler Fan von solchen Zeichnungen. Das ist wirklich eine rudimentäre, einfache Bleistiftzeichnung aus der Hand mit den wichtigsten Maßen. Die habe ich direkt vor Ort an der Fräse gemacht. Und warum mache ich das? Der wichtigste Punkt für mich ist, dass mein Konstruktionsrechner zwei, drei Etagen über uns steht und für jedes vergessene Maß oder für jede Winkeleinstellung, wo ich nicht ganz sicher bin, müsste ich immer wieder runtergehen und gucken. Der zweite wichtige Grund, ich kriege direkt ein dreidimensionales Vorstellungsvermögen von dem Objekt und sehe sofort, das funktioniert so nicht oder das könnte klappen oder eigentlich könntest du da ein bisschen mehr Material lassen. Ich finde es ganz gut, einige schaffen das auch ohne. Ihr könnt es ja mal probieren mit und ohne. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Schaut euch das Objekt der Begierde gründlich an, nehmt alle wichtigen Maße und denkt auch mal ein bisschen um die Ecke. Hier zum Beispiel war bei mir ganz wichtig, ich habe einen Abstand hier zwischen von unter 10 mm, zwischen der Spindel und der Trägerholzplatte. Hätte ich das nicht sofort richtig beachtet, hätte diese Halterung nie da drauf gepasst. Deswegen nehmt euch die wichtigen Maße, tragt die grob in die Zeichnung an und überlegt dann auch, welche Höhen ihr braucht oder wo es zu Komplikationen kommen könnte, wie befestigt ihr das und plant lieber etwas mehr Material ein als zu wenig. Bei mir war auch ganz wichtig, dass ich sehe, dass mein Schleppmesser unterhalb der Fräser- und Bohrfutteraufnahme kommt, sonst wäre das Messer ja niemals zuerst auf der Platte, sondern der Fräskorb würde immer auf dem Boden schleifen. Die wichtigsten Maße habe ich, jetzt gehen wir hoch und konstruieren das Ganze bei Fusion 360. Holt euch einen Kaffee oder einen Tee und macht es euch bequem oder beides und mischt das Ganze. Ich bin hier auf der Fusion 360 Oberfläche und habe hier eine leere Konstruktionsseite und wir fangen hier oben an, wie immer eigentlich mit einer Skizze erstellen. Das ist das erste, was ihr macht und dann sucht ihr euch die Ebene aus, wo ihr die Skizze erstellen wollt. Ich konstruiere gerne aus der Vogelperspektive, das heißt von hier oben. Das heißt, ich drücke auf das gelbe Viereck und dann springt es in die Vogelperspektive und dann können wir auch schon anfangen. Als allererstes konstruieren wir den Kreis, der später ausgeschnitten wird, wo die Spindel drin steckt und befestigt wird. Dafür gehe ich auf das Kreiswerkzeug. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten auszuwählen, wie der Kreis entstehen soll. Voreingestellt ist, dass er aus dem Mittelpunkt entsteht. Das heißt, wenn ich hier einfach mal in die Mitte gehe, drücke, dann kann ich den Kreis hier beliebig ziehen oder ich stelle den Durchmesser fest ein und aufgrund meiner tollen Zeichnung, die ich hier habe, die ihr nicht sehen könnt, sind das 54 mm. Ich drücke Enter und der Kreis ist fertig. Um das Material außen zu konstruieren, werde ich jetzt mit dem Rechteckwerkzeug arbeiten. Wichtig hiervor möchte ich kurz erwähnen, die einzige Engstelle, die wir hatten, war hier oben. Wenn das der innere Kreis ist, der später ausgefräst ist, wo die Spindel drin steckt, habe ich von der Spindel bis zur Platte, wo die Spindel befestigt ist, ganz knappe 10 mm. Das heißt, hier darf ich nicht über 10 mm drüber kommen. Ist aber auch ganz leicht. Ist dann quasi die einzige Stelle, wo ihr darauf achten müsst. Dann gehe ich auf das Rechteckwerkzeug. Hier habt ihr wieder Möglichkeiten einzustellen, wie das Rechteck entstehen soll. Für mich wäre es jetzt interessant, das auch aus der Mitte entstehen zu lassen. Da drücke ich auf den Mittelpunkt hier. Ihr seht, was passiert. Das Rechteck, was entsteht, entspringt aus der Mitte. Genau. So, ich ziehe das erstmal grob hier hin, weil die Bemaßung machen wir jetzt gleich zusammen. Das ist jetzt einfach nur mal ein Rechteck. Und die Bemaßung, die wichtig ist, habe ich hier gerade erklärt, war die von hier oben nach dort. Das heißt, ihr geht auf Erstellen, den Reiter, und habt hier unten Skizzenbemaßung. Das Kürzel dafür ist D auf der Tastatur. Ich arbeite nicht gern mit Kürzeln, wenn ich öffentlich arbeite, weil ihr seht sonst nicht, was ich mache. Ich kann natürlich jetzt ganz viel mit Kürzeln arbeiten, habt ihr aber nichts von. Dann ist das viel zu hektisch. Deswegen Erstellen, Skizzenbemaßung, drückt ihr drauf und habt jetzt die Möglichkeit, eine Skizze zu bemaßen. Welches Maß wollen wir haben? Wir wollen von hier bis hier nicht mehr als 10 mm haben. Das wird aber nicht akzeptieren, weil der, grob gesehen, klar, kann ich hier hinklicken, das passt dann, aber es ist, wenn man näher ranzoomt, ist man immer wieder mal nicht in der Mitte, seht ihr das? Und deswegen wird der den Abstand von hier nach da nicht messen, sondern immer zum Kreismittelpunkt. Ist aber nicht schlimm. Wir drücken auf die obere Linie, auf den Kreis und haben dann hier die Möglichkeit, das Maß links oder rechts irgendwo hinzuschieben, wo ihr das haben wollt, und sobald man nochmal drückt, könnt ihr eine Zahl eingeben. Der Radius plus diese 10 mm, lass mich kurz rechnen, sind 37 mm. Das heißt, ich
trage das ein, ich drücke Enter und ihr seht, es springt passend hier hin. Wenn wir das jetzt überprüfen, dann gehen wir oben auf das Messen-Tool, drücken die Linie an, die wir messen wollen und den Kreis und tada, es sind 10 mm. Perfekt. Das ist das einzige Maß, was bei mir wichtig ist, wo ich auch keine offenen Positionen mehr haben möchte. Ihr seht auch, die Linie ist schwarz, die kann sich jetzt in dem Maß nicht mehr verändern. Das nennt sich Abhängigkeit. Ihr könnt mal unten reinschreiben, wie ihr konstruiert, ob ihr immer alle Linien schwarz macht und sagt, ich möchte keine freien Abhängigkeiten haben oder ob ihr das so wie ich macht, weil mir ist es tatsächlich egal bei Projekten, die ich nur einmal mache oder bei leichten Projekten, wie dieses jetzt eins ist, wo man wirklich einfach nur schnell was ausfräst und dann ist gut. Ihr werdet nachher sehen, wir werden noch einige blaue Linien haben. Genau, dann können wir das Rechteck noch ein bisschen größer machen, obwohl eigentlich, ja, wir lassen das mal, nee, machen wir nicht, wir machen es noch ein bisschen größer. Das heißt, ich drücke jetzt mal D für das Kürzel, ich habe es euch gerade erklärt, was das ist, und wähle diese Linie aus und diese Linie, ne, die hat er nicht genommen, und habe jetzt hier die Möglichkeit, nochmal ein Maß hinzustellen. Wir sind bei 71 mm, dann nehmen wir mal, habe ich überhaupt Maß auf meiner Skizze? Nee, habe ich nicht, das heißt, ich kann mir das jetzt aussuchen. Machen wir mal 80 mm, zack, fertig. Ihr seht, jetzt ist alles schwarz, jetzt sind die Abhängigkeiten alle bestimmt. Ich kann jetzt im Prinzip keine Linie mehr einfach verziehen oder verändern. Ist aber auch okay so. Gut, dann fangen wir mal an abzurunden. Abrunden ist hier oben, da habt ihr ein Tool. Da könnt ihr einfach auf die Ecke klicken oder die zwei Linien, die ihr abrunden wollt, anwählen. Dann habt ihr den Manipulator. Hier könnt ihr drüber entweder mit der Maus verschieben oder ihr wisst genau, welchen Radius ihr braucht. Dann könnt ihr den hier eingeben. Ich mache das jetzt einfach nach Auge, damit es einigermaßen schön aussieht. Oh, perfekt. Ja, das wäre zu wenig Material für mich. Und das wäre halt zu viel, das sieht halt so eckig raus. Ich will schon, dass es rund aussieht, aber halt so viel Material wie möglich. Genau. Dann drücke ich ebenfalls auf diese Ecke. Der übernimmt dann den Radius von hier. Und dann drücke ich Enter. Das passt mir hier oben. Jetzt müssen wir das Kästchen hier konstruieren, wo die Schraube später eingesetzt wird. Diese rote Linie simuliert im Prinzip den Cut der Bandsäge. Hier wird später ein Cut durchgeführt, so dass die Spindel, wenn die hier drin steckt in einem Kreisausschnitt, durch die Schraube wird dann das Bauteil zusammengedrückt und hält dann an der Spindel. Das habt ihr unten schon gesehen. Dann würde ich sagen, machen wir das über ein Rechteck-Tool. Dann geht ihr oben auf das Rechteck. Hier habt ihr wieder die Möglichkeiten zu entscheiden, wie das Rechteck entstehen soll. Bei mir wird sich anbieten Mittelpunkt mit Rechteck. Dann nehme ich nämlich mir einfach hier den Mittelpunkt, lege das da drauf und ziehe mir das Rechteck so, wie ich das brauche. Das mache ich tatsächlich jetzt einfach frei nach Augenmaß. Das passt. Dann gehe ich hier oben auf die Schere. Das ist mein Schneidtool oder Stutzentool. Und da kann ich dann alles, was ich nicht brauche, einfach mal wegschneiden. Jetzt werden die Leute mich wahrscheinlich wieder steinigen und köpfen in den Kommentaren, dass ich hier alle möglichen Bemaßungen wegmache. Aber ich finde das einfach sehr übersichtlich. Ihr seht, jetzt ist schon wieder sehr viel blau, weil ich viele Abhängigkeiten, die ich eingetragen habe, gelöscht habe, gerade mit dem Scheren-Tool. Für mich ist das aber okay. Was habe ich hier? Okay, genau. Passt. So, damit das nicht ganz so steif aussieht, gehen wir wieder aufs Abrunden-Tool und wählen hier die Sachen an. Da reicht mir ein Radius von 3. Der Radius von 3 würde, was haben wir jetzt gemacht? Abbrechen. Der Radius von 3 würde sowieso automatisch entstehen, weil ich habe vor, mit einem 6 mm Fräser zu fräsen. Das heißt, wir haben sowieso einen Radius von 3. Wenn ich einen Radius jetzt hier einstellen würde, seht ihr, ist der schon viel zu groß. Deswegen mache ich hier einen kleineren Radius. Man könnte den Radius hier oben ändern, aber ich mache es jetzt einfach nur fürs Auge etwas kleiner, damit das passt. Und der Fräser macht später automatisch den perfekten Radius da rein. Genau. Der Radius hier oben ist einfach zu groß geworden. Den könnte ich jetzt ändern, das lasse ich aber jetzt so. Wir haben drüber gesprochen, ihr wisst, was ich meine. Dann geht's weiter. Ich drücke erstmal hier Enter, damit ich einen neuen Radius auswählen kann.
gehe wieder auf das Abrunden-Werkzeug und bastel mir hier einfach mal weitere Radien dran. Das passt. Dann möchte ich hier einen anderen Radius haben. Hier kann es ein bisschen größer werden, nicht zu groß. Das sieht ganz gut aus. Drücke Enter. Fehlt hier unten noch ein Radius. Zack. Und da auch nicht zu groß, da kommt ja gleich noch was dran konstruiert. Gut. Drücke Enter. Passt. So. Hier unten müssen wir jetzt noch eine kleine Nase dran konstruieren, weil von unten nachher die Verlängerung bzw. die Vertiefung rankommt, wo das Schleppmesser eingebaut wird. Da nehme ich wieder das Rechteck-Tool, drücke auf den Mittelpunkt, suche mir einfach den Mittelpunkt. Wenn er nicht sofort erscheint, könnt ihr euch den einfach, indem ihr mit der Maus darüber fahrt, entsteht automatisch eine Hilfslinie. Und da habe ich mir tatsächlich jetzt ein Maß eingetragen und das war 30 mal 32. Das heißt, ich bin 32 in der Breite und 30 in der Länge oder Tiefe, besser gesagt. Das heißt, wenn ich 30 tief möchte, muss ich das Doppelte angeben. Und zwar 60 Tabulator mal 32. Warum habe ich 60 angegeben? Ich möchte von hier bis zu dieser Linie möchte ich 30 haben. Das Kästchen wird bemessen von dort nach dort. Das heißt, ich muss die Hälfte nehmen. Nur zum Verständnis. Nicht, dass da noch Fragen kommen. Dann runden wir das wieder ganz fleißig ab. Beziehungsweise stopp. Wir werden als allererstes mal stutzen. Alles, was wir nicht brauchen, werden wir wegschneiden. So, zack. Jetzt gehen wir auf Abrunden. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Das lassen wir einfach so. Das lasse ich tatsächlich eckig. Warum, das seht ihr gleich. Und dann passt mir das so. Dann drücke ich jetzt auf Skizze fertigstellen. So, das ist unser oberes Bauteil. Der Kreis soll leer bleiben. Den wollen wir nachher ausfräsen. Das heißt, den polstere ich gar nicht auf. Dafür drückt ihr hier oben auf Extrusion. Und könnt jetzt auswählen, was ihr verdicken wollt. Da ist eine E-Mail reinkommen. Dankeschön. So, drücke hier drauf und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das über den Manipulator zu ziehen. Oder ihr wisst genau, wie dick eure Plattenstärke ist. Bei mir sind es 20,4 mm. Das habe ich mir ausgemessen und auf die Skizze gemalt. Und dann ist das auch schon fertig. Jetzt will ich hier unten drunter noch den Halter für das eigentliche Schleppmesser konstruieren. Das liegt daran, dass ich in... Also ich muss Tiefe generieren. Meine Spindel guckt jetzt hier raus und hier ungefähr wäre dann das Spannfutter für den Fräser. Ich muss hier unten drunter noch etwas konstruieren, damit mein Schleppmesser einfach tiefer kommt. Kein Problem. Wir fangen eine neue Skizze an, drücken auf Skizze erstellen und ihr habt jetzt Möglichkeiten, nicht unbedingt die gelben Rechtecke auszuwählen, sondern ihr könnt auch Skizzen einfach auf irgendwelchen Oberflächen erstellen. In meinem Fall wählen wir die untere Fläche, da drücke ich drauf und dann springt mir das wieder in die Vogelperspektive, beziehungsweise jetzt ist es ja eigentlich die Vogelperspektive von unten und da kann ich dann mein neues Bauteil konstruieren. So, das mache ich wieder über das Rechteck, dann drücke ich hier wieder auf Mittelpunkt, wähle mir hier den Mittelpunkt, fahre da hoch und ziehe mir hier ein Rechteck. Da übernehme ich einfach die Maße, das reicht mir wirklich, wenn das hier vom Radius bis nach oben ist es perfekt. Wenn ihr was prüfen wollt, könnt ihr hier oben über das Messtool prüfen. Zack. Und seht, 32 mm, das passt perfekt. Von daher war es das auch schon. Hier würde ich aber fast sagen, dass wir noch mal ein bisschen abrunden. Wegen der Optik. 5 mm beidseitig müsste passen. Ja, das lasse ich so. Drücke auf Skizze fertigstellen. Jetzt seht ihr, die Skizze ist von unten angeheftet. Hier kommt später Leim zwischen und zwei Schrauben, damit das Ganze auch hält. Und ich würde sagen, wir polstern das jetzt mal auf. Dafür geht ihr wieder hier auf den Reiter Extrusion und könnt jetzt wählen, was ihr aufpolstern wollt. Wir wollen beide Seiten natürlich, sonst würde es ja keinen Sinn ergeben. Und dann könnt ihr es entweder wieder ziehen
Oder ihr gebt die Plattenstärke ein, die ihr habt. Bei mir sind es 20,4 immer noch. Das ist nämlich das gleiche Bauteil, beziehungsweise die gleiche Platte. Und dann klemmt das ganze Bauteil schon darunter. Perfekt. Jetzt haben wir hierdurch nämlich Tiefe generiert, dass das Schleppmesser, was hier unten, wo der Pfeil ist, rausschauen wird und dann tiefer ist als meine Spinde, wo der Fräser reingeschoben wird. Perfekt. Hier habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, das entweder zu verbinden, würde er jetzt machen, wenn ich Enter drücken würde, oder ihr sagt, wir machen einen neuen Körper. Ich möchte einen neuen Körper haben, warum, seht ihr auch gleich. Ihr drückt OK und dann ist das Ganze auch schon soweit. Hier wird später ein Schnitt durchgeschnitten mit der Bandsäge und hier eine Schraube eingeführt. Das habt ihr gesehen, um das Ganze hier zu klemmen. Das gleiche machen wir hier. Ich meine, der Vollständigkeit halber können wir tatsächlich hier das mal konstruieren, damit ihr ungefähr seht, wo ich jetzt das Schleppmesser rein konstruieren würde. Dafür geht ihr wieder auf Skizze erstellen, könnt die Oberfläche hier wählen, zack, springt es in die Vogelperspektive. Dann machen wir hier einen Kreis, einfach mal so in die Mitte. Durchmesser von meinem Schleppmesser sind 11,5. Ich drücke Enter. Den Kreis könnt ihr jetzt noch verschieben, wie ihr das braucht. Ich setze mir den mal dahin, drücke auf Skizze fertigstellen, wähle den Kreis aus, gehe wieder auf Extrusion und ziehe den Pfeil diesmal nicht nach oben, ich will ja kein Material erstellen, sondern nach unten hinweg, einfach durch, ist egal wie lang, Hauptsache durch und ausschneiden passt, hat er automatisch ausgewählt und auf OK und siehe da, ihr habt eine perfekte Bohrung. Ich habe nämlich unten keinen 11,5 mm Bohrer liegen, das heißt, ich habe das auch gefräst. Perfekt. Hier würde jetzt auch ein Schnitt wieder von hier nach da mit der Bandsäge erfolgen und von vorne eine Schraube nach hinten, die dann das Loch hier oder das, naja, das Schleppmesser hier einspannen würde. Gut. Warum habe ich jetzt zwei Körper daraus gemacht? Ganz einfach, denn im Prinzip ist unser Bauteil fertig. Ich möchte aber beides zeitgleich fräsen und so könnte ich das nicht fräsen. Das heißt, ihr geht hier auf Körper, dann habt ihr Körper 1 und Körper 2. Körper 2 wähle ich aus, beziehungsweise jetzt gibt es wieder ein Kürzel dafür. Ich zeige euch, wie ihr das anders machen könnt. Ihr drückt Rechtsklick auf den Körper und habt hier Verschieben und Kopieren. Das Kürzel wäre M. Da drückt ihr drauf und dann habt ihr hier euren Manipulator und könnt nur diesen Körper, weil den haben wir nicht verbunden, verschieben. Das ist perfekt, denn ich möchte ihn jetzt verschieben. Wo verschieben wir ihn hin? Wo haben wir wo Platz? Wir schieben ihn nach links. Gucken wir von oben, ob das so passt ungefähr. Ja, ach, wir schieben ihn einfach links daneben. So, und drücken dann auf den nach oben verschieben Pfeil. Und hier stellen wir jetzt ein, dass wir hoch wollen, und zwar genau die Plattenstärke. Das war 20,4. Zack. Das heißt, das liegt jetzt wirklich auf der gleichen Ebene. Perfekt. Warum habe ich das hier hingeschoben? Wir können es nochmal woanders, im Moment, schieben das mal ein bisschen näher ran, müssen ja Material schonen und so, Material sparen meine ich. Warum habe ich das jetzt hier hingeschoben? Weil jetzt können wir beide Bauteile zeitgleich ausfräsen, das heißt wir fräsen erst das Innere und dann das Äußere. Gut, meine Konstruktion ist fertig, ich will da gar nicht viel Zeit verschwenden und noch irgendwelche Sachen erklären, die vielleicht eh schon bekannt sind. Wir springen jetzt direkt rüber in die Cam-Funktion. Darüber geht ihr hier oben. Ihr habt hier einen Reiter, Konstruktion. Drückt auf Fertigen. Und dann habt ihr hier oben andere Tools. Als allererstes fangen wir an mit einem Setup. Das solltet ihr immer als allererstes machen. Das Setup bestimmt, wo euer Nullpunkt ist. Ich habe meinen Nullpunkt gern vorne links. Dafür drücke ich einfach auf den Punkt und dann springt hier mein Koordinatenkreuz direkt dorthin. Und beim Rohteil, das Gelbe ist im Prinzip euer Rohteil, könnt ihr hier oben nochmal einstellen, gehe ich gern auf relative Quadergröße und er macht automatisch immer bei mir zumindest 1 mm plus. Ich mache dann immer auf 0,0 und jetzt seht ihr, dass er die Mindestmenge an Material um die beiden Objekte erstellt. Das Gelbe ist quasi die Platte, die wir Minimum brauchen. Ihr könnt natürlich auch was viel Größeres draufspannen, das ist total egal. Ihr müsst nur wissen, von da, wo der Nullpunkt anfängt, da, wo ihr die Fräse nullt, fängt er direkt an, in dem Bereich zu fräsen. Das heißt, wenn ihr eine größere Platte einspannt, angenommen,
eure Platte ist ein bisschen größer, dann solltet ihr wissen, dass, wenn ihr den Nullpunkt hier hinsetzt, dass er sofort dort anfängt. Ihr könnt die Platte auch größer machen, das ist eigentlich total egal. Aber ich mache es halt immer gerne auf Null. Wir können es auch einfach mal so lassen. Gut. Dann haben wir hier noch, das lassen wir alles so. Hier Modell, wenn ich jetzt hier nichts auswähle, wird er nachher meckern. Und zwar, weil ja zwei verschiedene Modelle drin liegen. Ich drücke trotzdem auf OK und akzeptiere das. Jetzt kommt diese Warnung. Kein Modell ausgewählt. Ja, wenn ich jetzt nämlich auf Ja drücke, dann generiert er mir alles. Das heißt, jetzt wird alles bearbeitet hier drin. Sollte ich da falsch liegen, schreibt mir einfach in die Kommentare. Was wollen wir machen? Wir wollen ausschneiden im Sinne von einer Kontur. Hier könnte man eine Tasche rausmachen. Ich finde es aber Quatsch, das ganze Material einfach nur in Späne zu verwandeln. Das ist unnötig laut, das ist unnötig Energie und es ist sinnfrei eigentlich. Deswegen, wir gehen hier oben auf 2D, 2D-Kontur und wählen uns als allererstes mal ein Werkzeug aus. Dafür gehen wir bei mir, ich habe das schön alles aufgeräumt und implementiert. Da gibt es auch ein eigenes Video drüber, wie ich meine Bibliothek pflege. Könnt ihr mal durchklicken. Auf Holzfräser, dann auf 6 mm, Länge 33, passt. Perfekt. Und drücke auf Auswählen. Ich überprüfe die Angaben nochmal. Wir haben neulich rausgefunden, der Harald Hartmann hat mir nämlich geschrieben, dass es daran liegen könnte, dass meine Fräse manchmal anhält und dann gibt es so fiese Brandspuren. Wenn ihr die Rampendrehzahl anders habt als eure Spindeldrehzahl, dann ist immer, wenn der Fräser ein Stück eintaucht, wartet er kurz, um der Spindel die Chance zu geben, eine andere Drehzahl einzustellen. Das ist tatsächlich der Grund, warum manchmal die Fräse stehen bleibt an einer Stelle und danach weiterfährt, diese Pausen. Achtet darauf, dass eure Spindeldrehzahl gleich der Rampendrehzahl ist. Es sei denn, ihr wollt natürlich eine andere Rampendrehzahl haben, dann müsst ihr aber auch die Pausen in Kauf nehmen. Hier passt jetzt alles. Einfacher Vorschub, ja, boah, ich bin inzwischen so, die Fräse sagt mir schon, wenn sie keinen Bock mehr hat. Deswegen fahren wir hier mit 2000 mm, jodeln wir da mal durch. Das ist nur Holz. Traut eurer Fräse wirklich einfach mal mehr zu. Ich würde gerne noch mehr fahren, aber meine kleinen Nehmer 17 Motoren, die schaffen einfach nicht mehr. Die haben einen Maximalvorschub von 3000 mm. Das heißt, mit 2000 mm und einer leichten Belastung bin ich da schon recht gut dabei. Das machen wir so. Dann gehen wir auf den nächsten Reiter und wählen jetzt die Konturen aus. Hier ganz klare Sache, hier müsst ihr eine richtige Reihenfolge haben. Es würde keinen Sinn machen, erst das Außen rauszuschneiden und dann versuchen, die Tasche hier zu fräsen. Das heißt, wir wählen diese Kontur aus. Das machen wir nachher mit einer anderen Operation. Auch wenn es wahrscheinlich funktionieren würde, ich möchte euch einfach nur mal das Bohren zeigen. Und danach darf er das ausschneiden und dieses ausschneiden. Hier drücke ich jetzt auf Haltestege. Warum? Wenn ich das nicht mache, würde er mir hier in der Mitte so ein kreisrundes Objekt ausfräsen. Das würde sich hundertprozentig mit dem Fräser irgendwie verkeilen und dann wild durch die Werkstatt fliegen. Im schlimmsten Fall verkeilt sich das so sehr, dass das ganze Werkstück sich löst. Deswegen konstruiert auf jeden Fall Haltestege. Ich mache sie immer dreieckig, damit der Fräser in einer Fliesenbewegung hoch und wieder runter fährt. Ich zoome mal ran. Der Fräser würde jetzt von hier kommen und smooth hochfahren und dann wieder runter. Bei einem Rechteck fährt er, bleibt stehen, fährt hoch, fährt wieder nach rechts. Das heißt, hier könnten unter Umständen Brandspuren entstehen. Ich möchte nicht, dass meine Fräse stehen bleibt beim Arbeiten. Deswegen mache ich die dreieckigen Haltestege. Haltestegbreite passt mir. Doch, 6 mm passt. Haltesteghöhe mache ich höher tatsächlich. Mache ich auf 2 mm. Warum, sage ich euch auch gleich. Genau, so. Haltestege hat er mir jetzt hier nur innen drin konstruiert. Das heißt, ihr könnt hier die Positionierung selber machen, an Punkten. Dann verschwinden die innen drin wieder. Dann mache ich mir die halt selber noch. So viele braucht es eh nicht innen drin. 1, 2, 3. Und dann mache ich mir an den geraden Seiten immer mittig so einen Haltesteg. Ja, sollte passen, weil es so schön ist. Hier sind auch noch ein. Gut, dann sind wir auf dieser Seite fertig. Eine Restmaterialbearbeitung haben wir hier nicht. Rotteilkonturen, das lassen wir auch so, wie es ist. Die Höhen, jetzt kommt's.
Da wähle ich mir unten bei der Endhöhe. Ich möchte hundertprozentig durchfräsen. Das heißt, der Fräser wird entweder in die Opferplatte fahren oder ihr macht eine Opfer-Opferplatte. Ich spanne bei solchen Objekten oder Projekten gerne nochmal eine Sperrholzplatte unten drunter, so eine 2-3 mm Pappelsperrholzplatte. Dann taucht der Fräser da ein und lässt mir meine Opferplatte heil. Das heißt, ich stelle mir von der Endhöhe meine Rohteiloberkante. Meine Platte ist 20,4 mm dick. Das heißt, ich fahre mindestens minus 20, was machen wir? Machen wir 20,8 durch. Was habe ich jetzt hier eingestellt? Ich habe jetzt hier eingestellt, wie tief der Fräser, ich drücke mal auf vorne, dann ändere ich die Ansicht auf orthogonal. Jetzt seht ihr das, der Fräser fährt bis zur blauen Linie, das heißt, er fährt mir hundertprozentig durch das Werkstück durch. Das heißt, die Objekte werden perfekt ausgeschnitten. Jetzt sollte für euch auch verständlich sein, warum ich die Haltestege etwas höher gemacht habe, weil dadurch rutschen die Haltestege etwas nach unten. Wenn ich jetzt nur 1 mm Haltesteghöhe habe, dann sind die Haltestege so dünn, dass das unter Umständen auch nicht hält. Deswegen habe ich die Haltestege etwas dicker gemacht. Gut, dann nächster Reiter. Durchgänge. Hier fangen wir an. Da lasse ich erstmal alles so links im Gleichlauf fräsen. Holz fräse ich tatsächlich gerne im Gegenlauf. Ich habe das Gefühl, es gibt eine schönere Oberfläche. Das lasse ich alles so. Schlichtdurchgänge lasse ich auch weg. Das Einzige, was ihr hier machen solltet, ist die Reihenfolge beibehalten. Das drücke ich, damit er mir nicht erst das hier ausschneidet und das, weil er das für sinnvoll hält, der Computer, sondern er soll wirklich das zuerst ausfräsen, dann dieses Bauteil und dann dieses Bauteil. Deswegen drücke ich auf Reihenfolge beibehalten. Schrubbdurchgänge, Tiefenschnitte, ja, Tiefenschnitte bei 20 mm wird sich das anbieten. 20 mm kann man fahren, aber so stark sind unsere Fräsen nicht. Aber auch hier traut euren Fräsen was zu. Ich fahre mit 5 mm, ich habe einen 6 mm Fräser ausgewählt. Der sollte Minimum 5 mm auf einmal wegfräsen können. Das lasse ich alles so, da mache ich nichts mehr dran. Ich springe dann zum nächsten Reiter. Hier oben lasse ich auch alles so, wie es voreingestellt ist. Das Einzige, was ich wegmache, ist die Einfahrt und die Ausfahrt. Und das passt. Ich drücke auf OK und lasse mir einfach mal den Werkzeugweg generieren. Und zack, fertig ist das schon. Hier gehe ich mal wieder in die Perspektive-Ansicht. Perfekt. Kann man das mal kontrollieren. Die Haltestege sitzen gut. Das Blaue, was wir sehen, sind die Linien. Also die Fahrwege. Und wenn ihr das Ganze simulieren wollt, dann drückt ihr hier oben da drauf, auf dieses Symbol simulieren. Dann könnt ihr hier verschiedene Sachen einstellen. Bei mir ist inzwischen immer voreingestellt, dass ich das Werkzeug sehe und beim Rohteil habe ich immer auf Standard. Wenn man das wegklickt, dann sieht man es halt nicht. Müsst ihr halt selber machen. Ich finde das immer ganz angenehm, das so zu sehen, als wenn das wirklich ein Rohteil ist, beziehungsweise ein rohes Brett, wo er anfängt. Dann drückt ihr auf Play und dann sieht man auch schon, wie er arbeitet. Was mir jetzt sofort auffällt, ist, ich habe keine Einfahrt. Das heißt, die Fräse, ich mache das nochmal langsamer, von vorne, stopp, zurück, nochmal, Play, stopp. Jetzt machen wir es mal langsam. Was macht der Fräskopf? Der taucht gerade rein. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass sie stehen bleibt und reinfährt. Das können wir direkt ändern. Das brechen wir direkt hier ab, schließen, Doppelklick auf unsere Operation. Dann öffnet sich wieder das Operationsfenster hier. Und das habt ihr hier hinten bei Anfahr- und Wegfahrbewegung. Da setzt ihr das Häkchen bei Materialeinfahrt und könnt dann den Rampen- und Helixwinkel einstellen. Da nehme ich einfach mal 10 Grad. Danke. 10 Grad reicht. Ist auch recht sportlich tatsächlich. Aber ich weiß, dass die Fräse das aushält. Ich habe da schon wesentlich mehr ausprobiert. Mein Ziel ist ja nur, dass er nicht stehen bleibt und runterfährt, sondern dass er in einer Bewegung eintaucht. Und hier kommt auch das Problem mit den Bedenkpausen, die manchmal entstehen. Diese 10 Grad, die er runterfährt, würde er, wenn ich hier eine andere Rampendrehzahl einstelle, würde er stehen bleiben, um der Fräse bzw. der Spindel die Zeit zu geben, entweder langsamer oder schneller zu drehen, je nachdem. Da solltet ihr darauf achten, wirklich, dass das gleich ist. Nur das, um nochmal genau angesprochen zu haben. Ich rede schon wieder viel zu viel. Macht halt irgendwie Bock. Okay. Das haben wir jetzt gemacht. 10 Grad. Und drücken wir wieder auf OK. Dann berechnet der neu. Und ihr seht jetzt schon, tada, das Ganze ist eine durchgehende Bewegung.
nach unten. Dann, hey. Simulieren. Abfahrt. Und jetzt fährt er in einer permanenten Bewegung nach unten. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Er bleibt nicht stehen, es gibt keine Brandspuren. Jetzt kommen unten die Haltestege. Wir können mal den. Wir machen mal hier nur die Schneide, dann sieht man noch mehr. Das meine ich jetzt damit. Der hat jetzt hier abgebrochen und macht erst dort und hier und links und rechts. Und das ist eigentlich das, was ich nicht will. Ich möchte eigentlich, dass er die Reihenfolge beibehält. Das heißt, wichtig ist tatsächlich jetzt, deswegen überprüfe ich das auch immer, dass er wirklich erstmal den inneren Kreis macht, weil das ist das Einzige, was blöd sein kann. Wenn das äußere Teil ausgeschnitten ist, kann ich hier in der Mitte einfach nichts mehr ausfräsen. Durch die Haltestege würde es prinzipiell gehen, ja. Wir brauchen aber nicht drüber sprechen, dass die Festigkeit natürlich dadurch trotzdem beeinträchtigt wird. Dass er das jetzt so macht, ist mir ehrlich gesagt total egal. Falls ihr wisst, warum er das macht, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich lerne ja auch von euch. Gebt mir einfach mal ein Feedback, wie ihr das einstellt. Ich freue mich da, ich lese die eigentlich alle durch und probiere auch in der Regel alles aus und finde dann für mich meinen eigenen Weg, wie es am besten klappt. Gut. Da ist er durch. Wir sehen, unten kommt der Fräser an. Jetzt kommt es hier gleich nochmal. Sehr gut. Das heißt, die Bauteile werden jetzt fertig. Schließe ich das. Was haben wir noch nicht gemacht? Wir haben die Bohrung noch nicht fertig gemacht. Da gehen wir hier oben wieder auf den Reiter, gehen auf Bohrfräsen. Da wähle ich mir den 6 mm Fräser aus, den haben wir eben auch schon gehabt. Ich gehe auf Holzfräser. 6 mm, 33 mm lang, sollte passen. Drücke auf Auswählen. Warum nehme ich den gleichen Fräser, wie ich in der ersten Operation genommen habe? Ganz einfach. Ich habe euch versprochen, ich nutze die kostenlose Version, damit ihr genau seht, dass das auch alles so funktioniert. Und es keine Nachteile dadurch gibt, dass ich eine andere Version nutze, als ihr sie nutzt. Ich habe jetzt den gleichen Fräser genommen, der ist bei mir benannt mit T64. Das heißt, ich kann die komplette Operation, das Bohrfräsen und das Konturausschneiden nachher in einen G-Code packen. Hätte ich jetzt einen anderen Fräser genommen, angenommen, ich würde einen 2 oder 4 mm Holzfräser nehmen für diese Bohrung, dann wären das zwei verschiedene Fräser und das akzeptiert Fusion in der kostenlosen Version nicht. Dann müsst ihr dann mehrere G-Codes schreiben. Das ist der Grund. Das heißt, den Fräser haben wir genommen, die Geometrie, da wählen wir das Loch aus, zack. Und dann ist im Prinzip die Operation schon fertig. Ihr könnt jetzt noch verschiedene Sachen einstellen. Ich stelle mir immer wieder sehr gerne hier ein, dass von der Rotteiloberfläche, Rotteiloberkante, ich minus 20, was haben wir eben genommen? Dann machen wir 20,7 oder 20,8 hatten wir, glaube ich, Millimeter nach unten durchfahre. Das heißt, der Bohrer guckt am Ende kurz in die Opferplatte oder in eure Opferplatte, je nachdem, wie ihr das wollt. Aber ihr seht hier schon, die blaue Spirale geht durch das Material durch. Perfekto. Genau. Dann nächster Reiter. Hier könnt ihr einstellen, die Steigung, wie schnell soll er fräsen. Bei 1 mm, 2 mm, ihr seht, es springt direkt um. Hier sehen wir jetzt eine Helix von 1 mm, jetzt 2 mm. Auch wir lassen mal auf 2 mm. Zeit ist Geld und Geld hat keiner. Genau, das lasse ich so. Gleichlauf, das ist mir jetzt bei dem Loch fast egal. Dann machen wir mal einen Gegenlauf. Ich habe einfach das Gefühl, Holz ist im Gegenlauf besser. Rohteilaufmaß machen wir auch nicht. Nächster Reiter, verändere ich erstmal nichts und drücke auf OK. So, können wir auch simulieren. Dann drücke ich einfach nur auf diese Operation, simulieren. Und dann simulieren wir nur die Bohrung. Da sollte er jetzt rauskommen. Perfekt. So, jetzt haben wir eben gesagt, es ist blöd, wenn man erst die Außenteile ausschneidet und dann die Bohrung macht. Sollte euch das passieren, kein Problem. Ihr könnt einfach diesen G-Code über den anderen ziehen. Zack. Jetzt hat er es berechnet. Und jetzt passiert als allererstes, dass wir als allererstes die Bohrfräsung machen und danach findet dann die andere Operation statt. Wenn ihr beides zusammen sehen wollt, dann drückt ihr einfach auf das, drückt die Steuerung-Taste und wählt beides aus oder ihr wählt einfach das Setup und drückt dann auf Simulieren, dann fährt er eh beide hintereinander ab. Ja, machen wir Play
Machen wir ein bisschen schneller hier. Zack. Habt ihr gesehen? Erst die Bohrung. Jetzt fängt er an, den Innenradius bzw. den Innenkreis auszufräsen. Und dann geht das weiter. Ja, warum er das so macht, keine Ahnung. Schreibt es mal rein, wenn ihr es wisst. Ansonsten würde ich sagen, ist diese Operation jetzt fertig. Sollte es Fragen geben, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ich versuche, die dann zu beantworten. Ich bin selber kein wirklicher Profi in Fusion 360. Das, was ich euch zeige, habe ich mir selber beigebracht. Die Leute, die es gelernt haben und hier zufällig zugucken, muss ich kaputt lachen über mich. Gebt mir einfach Hinweise und Kommentare. Und dann werde ich das nächste Mal das anwenden. Super. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und würde sagen, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten... Ach, stopp. Ha. Nee, Moment. Bevor wir jetzt hier, ne, zack, zurückspulen. Wir machen den G-Code noch. Sonst kommen mir die Fragen, Thomas, du hast den G-Code vergessen. Das stimmt, wir haben keinen G-Code gemacht. Den G-Code, das ist kein Hexenwerk. Ihr drückt auf euer Setup, drückt hier oben auf Postprozess und könnt dann verschiedene Sachen einstellen. Hier stelle ich erstmal nichts ein. Ich habe dann ein eigenes Video über den Postprozessor, der ist bei mir hier drin. Das heißt, ich drücke einfach nur auf OK und dann kommt ein neues Fenster, sichern unter. Und dann könnt ihr das einfügen oder speichern, wo ihr wollt. Ich speichere es jetzt einfach mal auf dem Desktop. Und dann sollte das klappen. Ihr könnt es noch umbenennen in was auch immer. Wie nennen wir es? Nennen wir es Halterung. Zack. Wichtig ist, dass ihr die Endung NC lasst. Und denn sonst weiß das CNC-Programm nicht, was das für ein Programm ist. Und dann könnt ihr eigentlich auf Sichern drücken. Und das war's. Aha, warte mal, das ist interessant. Wenn Sie... Ah, witzig. Das hat er mir jetzt nicht abgekauft tatsächlich. Es liegt nicht an den Werkzeugen, wie ich eben erzählt habe. Es sind tatsächlich die Anwendungen. Aber ist auch kein Problem. Dann machen wir es ganz einfach. Dann macht ihr als allererstes das Bohrfräsen, erstellt den Postprozess, drückt wieder auf OK. Gut, dass wir das mal gemacht haben. Ich muss zugeben, dass ich das Problem privat seltenst habe. Dann macht ihr das wieder so, Schreibtisch, und nennt es einfach Halterung 1, sichern. Ich habe es hier so eingestellt, dass mir der G-Code gleich angezeigt wird, dann kann ich den nochmal überprüfen. Brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann geht ihr auf die zweite Operation und macht das gleiche damit. Okay. Speichern. Jetzt gehen wir hier, machen wir wieder das gleiche. Halterung. Und dann 2. Fertig. Sichern. Können wir wieder schließen. Jetzt habt ihr 2 G-Codes hintereinander, der G-Code 1 und G-Code 2 heißt. Ja, ich weiß, das ist nervig, aber letzten Endes ist das wirklich nur eine sehr, sehr kleine Einschränkung dafür, dass ihr so ein tolles Programm quasi wirklich kostenlos nutzen könnt. Deswegen, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Jetzt habt ihr halt 2 G-Codes, dann ladet ihr halt den 2. G-Code, nachdem die Bohrung fertig gemacht ist. Das ist ja irgendwo ein Hobby und ihr macht das definitiv in der Regel auch nicht als Gewerbe. Von daher hat man eigentlich Zeit, weil man steht im Keller ja, weil man Zeit hat. Genau. Okay, dann würde ich sagen, könnte ich mich jetzt verabschieden. Wie gesagt, gebt mir einen Daumen hoch, falls ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten würde ich mich mega über Kommentare in der Kommentarfunktion freuen. Das war ein langes Video, ich weiß, aber da gibt es einfach so viel zu erzählen und je langsamer man das macht, desto länger dauert das halt. Ich habe mir neulich anhören müssen, dass ich ein Erklärbär bin. Ich rede sehr viel, ich weiß, aber auf der anderen Seite kriegt ihr wirklich jeden Schritt und jede Denkpause mit, die mir so passiert. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Das war einfach nur ein Fusion 360 Tutorial, passend zu dem Video, was vorgestern rauskam. Das heißt, wenn ihr nur dieses Tutorial gesehen habt, diese Halterung habe ich schon gebaut und auch das Schleppmesser ausprobiert. Das verlinke ich euch nochmal hier oben rechts oder links im Eck. Und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, bis bald.